Hunger, Gebrüll und Tränen, bald geht der Fuck out gets ab. Die Krallen werden ausgefahren, bald geht der Fuck out of Mühuse. Vergangene Woche startete das einmalige TV-Experiment auf Pro7 und ist heute in die zweite Runde gegangen. Es gab einen neuen Hausboss, viele neue Tränen, einen neuen Betrag auf dem Haushaltskonto und vor allem, neuen Streit. Aus 74 mach 51. Ganze 23 Kandidaten haben die vermutlich engste Wohngemeinschaft Deutschlands in der heutigen Folge verlassen. Der Rest kämpft weiter um die 100.000 Euro. Einer von ihnen ist der Berufskraftfahrer aus Sachsen, wurde zum neuen Hausbus gewählt und hatte schon zu Beginn seiner Amtszeit keine leichte Aufgabe. Im Wochenspiel wurden gerade einmal 1 Euro für die Haushaltskasse erspielt. Der neue Konstant lautete also 65,72. Nicht gerade viel für so viele hungrige Mäuler, die satt werden wollen. Der ständig knurrende Magen und der enorme Platzmangel führten vermehrt zu blankliegenden Nerven, es krachte. Vor allem der Bitchfight zwischen und war ein Schock für viele Teilnehmer. Doch es gab auch schöne Augenblicke im Haus. Der älteste Bewohner Kurt wurde 83 Jahre alt, wofür sich alle versammelten und einen sehr emotionalen Moment durchlebten. Mit Happy Birthday, Amazing Grace und Halleluja gaben die Gesangstalente der Show ihre Ständchen zum Besten, worauf nahezu alle in Tränen ausbrachen und ihre Liebsten daheim vermissten.